Hallihallöchen, diesmal geht es um die MP1 Advanced Server. Und zwar, wo ihr sie bekommen könnt. Warum leckt das gerade so hart? Oh Gott. Scheiße. Hockler nach Hockler. Was soll das? Okay, es geht mittlerweile. Ich kann wieder gescheit zocken. Und. Wow. Oh mein Gott, das lädt zu hart. Ich glaube, mein PC ist gerade zu überanstrengend. Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall, kommen wir zum Review. Auf jeden Fall, was ich zu der MP1 sagen kann, ist, dass sie einfach nur super hammergeil ist. Denn man macht sehr oft damit Headshots. Und mein PC hat ein kurzes Problem. Auf jeden Fall, Power macht sie genügend. Ich kann euch die nur weiterempfehlen, denn ihr bekommt sie durch BP-Punkte, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Ich mache dazu noch ein, ein Show-Off, How-To, wie man sich die holen kann, wenn ihr es braucht, also nötig habt. Weil, schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr ein Tutorial braucht, wie man die MP-Silver, AK-Silver oder Sky-The-Camo bekommen kann. Sicherlich wissen das viele SP-Soldier bereits, aber ich zeige es einfach nochmal. Auf jeden Fall, was man zu der sagen kann, sie ist eine Allround-Waffe. Ich kann es euch nur empfehlen, denn die meisten benutzen sie in Ghost Mode, Siege and Strike, in Deathmatch. Ich sehe sie ganz, ganz oft. Da haben ja auch ganz viele SP-Soldiers only. Naja, auf jeden Fall, kommen wir zum Review. Vom Punkt Power her, auf den Kopf macht sie 100 mit einem Schuss. Den Körper braucht sie an die 3 Schüsse. Von der Close Range macht sie 34 bis 36 Damage. Auf die Füße von der Close Range 20 bis 21. Also 5 Schüsse. 4 bis 5 Schüsse. Ne, 5. 4, ja, 4. Naja. Ach du Kacke, das leckt so hart. Ich weiß wirklich nicht, was gerade mit meinem PC rumspackt. Aber okay. Von der Ranger, ja, ist eine Rifle, also kann die Power nur etwas abweichen, also von der Entfernung meine ich. Ich höre eine M14 irgendwie. Ja, nein, das war die R93. Egal, ich zeig euch einfach mal den Spray. Wie gewöhnlich ist es ein T, und was ich nur zu diesem Spray sagen kann von der M4 ADV Server ist, und zwar, dass dieser Spray sehr oft dazu veranlagt ist, Headshot zu machen. Also ist also noch ein Pluspunkt. Also sie macht sehr oft Headshot, muss ich sagen. Sehr, sehr oft. Zudem kann man perfekt One-Tap machen, besonders mit M4-Version. Ich krieg's jetzt glaube ich nicht hin. Ich versuch's einfach mal. Nein, ich krieg's nicht hin. Obwohl das Kopfschuss war. Voll mies. Egal. Von der Munition her hat sie 35-205. Sie ist leer geschossen in 3,4 Sekunden. Ja, das meinte ich mit dem Spray. Und in 2,4 Sekunden lädt sie nach, also so schnell lädt sie nach in 2,4 Sekunden. Oh, der macht immer die Kill. Eiskalt mit M14. Provokant. Nein. Und ja, auf jeden Fall, es macht einen heilen Spaß, mit der zu spielen. Hier, das ist nochmal der Skin, wie sie auf dem Boden liegt, wie sie in der Hand aussieht. Also Schaftgriff und Vordergriff ist alles schwarz, sonst ist alles silber. Und der Schalldämpfer ist sehr nützlich, denn dieser, und zwar, jetzt haltet euch fest, dieser, also man hört die Schüsse dadurch wirklich nicht mehr. Also bereits von der 10 Meter Entfernung von dieser hört man nur noch so ein leichtes... Ich kann es jetzt nicht demonstrieren, aber auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr leise. Also man hört, wenn dann nur noch die Schussaufschläge. Auf jeden Fall, es lohnt sich, denn würde man sich die holen, dann hat man zugleich eine richtig gute Waffe, hätte man aus dem Black Market gewonnen oder sowas. Also auf jeden Fall, ihr solltet euch sie holen, wenn ihr sie noch nicht habt. Es lohnt sich auf jeden Fall nur. Wall Bang hat sie jetzt nicht wirklich, aber
Puh, das war echt Glück, dass ich einen Headshot gemacht habe. Oh, durch die Piss. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wenn ihr weitere Videos von mir schauen würdet, sucht einfach mal meine Partnerkanäle, schaut einfach mal unten in meinem Channel nach, also rechts unten müsste da stehen. Wenn ihr ein Tutorial dazu braucht, wie man BP-Waffen kauft, also hier die MP Silver oder sonst wie was für eine Waffe, dann schreibt es in die Kommentare, ob ihr wirklich eins braucht oder nicht. Ich mach gerne eins, wenn ihr noch das braucht, ein Tutorial. Und ja, das war's von mir. Bis dann und ciao.